Herzlich willkommen beim Zimmerduell mit Marcel John und Eli Ramay. Also, wer würde eher an einem Trash-TV-Format teilnehmen? Du bist jetzt fast verheiratet. Ja, also ist das doch ganz klar. Punkt für euch. Fängst du mal gut an, Junge. Wer greift denn beim Buffet eher zu etwas Süßem? Boah, das ist eine gute Frage. Ganz klar. Also man muss dazu sagen, Eli sitzt an einem komplett anderen Tisch als ich. Also ich sehe nicht, was er sich zu essen nimmt. Aber... Seetort. Von daher ist er... Ich habe mich entschieden. Boah, Weltklasse. Maschine, ey. Wer waren die anderen, die zwei? Anton und Rafa? Konzentrier dich. Wer von euch geht früher schlafen? Boah, ganz klar. Boah, stark. Normal. Wer von euch braucht länger im Bad? Boah, eindeutig. Eindeutig sogar. Ja, Jon hat fast keine Haare mehr. Punkt. Wir sind super. Habt ihr andere Fragen? Wer von euch ist denn unordentlicher? Ach, ganz klar. Zu 100%. Ich bin verheiratet. Also bald. Keine Tipps geben? Ja, ich würde dann sagen, komm, ich mach so. Ja, wir sind gut, ich sag's dir. Wer hat den besseren Musikgeschmack? Boah, also der hat immer noch Schlager, der Junge. Ja, war klar. Stark, ihr seid euch sehr einig. Ja, wir kennen uns auch etwas länger. Wer braucht denn nach dem Spiel länger in der Kabine? Nach dem Spiel länger? Nach dem Spiel? Ja, also du musst ja immer hoch, ne? Dich wartet doch jemand immer, oder nicht? Nicht ja, zu viel Tipps geben hier, erst danach. Das hat ja nichts damit zu tun. Ich kann mir ja trotzdem länger Zeit lassen. Du bist immer direkt eine halbe Stunde am Handy, bevor du irgendwas machst. Ja, das stimmt auch. Ich würde aber trotzdem sagen... Richtige. Boah, Weltklasse. Boah. Wer würde es denn länger ohne Handy aushalten? Aber wir sind beide schon schlimm, ne? Ja. Mit dem Handy sind wir beide schon schlimm. Das ist eine gute Frage. Hast du dich entschieden? Noch nicht. Ich sag... Warte, wenn wir mal nur die Kabinenzeit nehmen, dann bin ich länger am Handy. Nicht so viel vorher absprechen. Aber ich weiß nicht, was du zu Hause machst. Du hast keine Freundin machen. Ja, deswegen. Ich habe mich entschieden. Eli! Junge! Was ist mit dir? Ich hab doch keine Freundin. Ja, deswegen bist du auch länger am Handy. Nein! Weil du musst ihr doch immer schreiben, nicht ich. So, mir ist es egal dann. Weißt du, nicht Freundin, das andere. Muss ich auch die ganze Zeit schreiben. Ich muss jetzt nicht jeden Morgen so schreiben, ey, guten Morgen und so, solche Sachen, weißt du? Hä, tu ich doch nicht. Doch, musst du doch. Weil? Ja, weil du bald heiratest. Aber ich lebe doch mit ihr zusammen, hä? Ja, trotzdem muss ich schreiben, ne? Ja, ehrlich. Wer reagiert schneller gereizt? Also ich... Boah, das ist eine gute Frage. Allgemein oder auf dem Platz? Ist egal, allgemein. Eli hat sich entschieden. Also ganz klar. nee. Eli. Junge, ich bin doch viel entspannter. Nein! So, ich bin gechillt. Okay. Wer geht der Mannschaft denn eher mal auf die Nerven? Ganz klar. Hast du entschieden? Ja, ich habe direkt hochgehalten. Dann weiß ich 100%, dass er das gesagt hat. Nee. Also sind ja beide schlimm, oder was? Scheint dir die Mannschaft beide zu nerven. Wer macht mehr Späße in der Kabine? Eigentlich beide.
Alter, ich bin etwas ruhiger geworden, denke ich mal. Ja, allgemein. Ja. Ja. Ja, denk mal nach. Ja, ich habe mich schon entschieden. Ich kann jetzt nicht mehr zurückziehen. Konzentrier dich. Hast du schon entschieden? Ja, direkt sogar. Ach, ich. Konzentrier dich, komm. Wir brauchen den Punkt. Nee, stark begonnen, jetzt bitte. Wer schaut sich auf Sport Total häufiger die Highlights an? Boah. Was willst du sagen? Ich sag mal so, wenn ich nicht spiele, Spaß. Mach ja jedes Spiel, Junge. Ja, aber was hat das damit zu tun? Muss man auch mal deinen Patzer immer sehen. Aha. Was du sagst. Ich sag mal so. Ich sag auch so. Richtig. Yeah! Sehr gut. Wer verbringt denn insgesamt mehr Zeit am Tivoli? Ja, ich wohne ja in Aachen. Was hat das damit zu tun? Fliegt ja, mein Körper tagtäglich. Ja, das hat nichts damit zu tun. Ich meine so, Tivoli, er braucht etwas länger und solche Sachen, weißt du? Du wohnst ja gar nicht in Aachen. Ja, aber das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun, hä? Doch. Weil? Ich kann dir jetzt keine Tipps geben, oder? Ich sag so. Komm, entscheide dich. Entscheide. Richtig. Ja, gut, Junge. Ja, siehst du, weil du musst ja dann nach Hause oder nicht. Ist egal, ob jetzt eine Stunde länger bleibt oder sonst irgendwas. Aber sie meint so allgemein. Ja, okay. Wer hat denn mehr Kosmetikartikel dabei? Ganz klar. Für Marcel, ganz klar. Ganz Eli. Klar. Das safe gesagt. Ja, hat er. Zu 100% sogar. Voll ein Kulturbeutel da, das ist ein Drogeriemarkt, ey. So, entscheidende Frage. Das ist ja komplett rausmachen bei dir. Entscheidende Frage, wenn ihr die richtig habt, dann habt ihr mehr Punkte als Robin und André. Raff dich jetzt. Raff dich. Das dreh ich. Trainingslager, Spinne im Bad, wer macht sie weg? Boah. Ich hab Angst vor Spinnen, muss man dazu sagen. Ja. Wer die wegmacht? Ich bin ja in Albanien aufgewachsen, von daher. Mit Tieren. Ich hab mich entschieden. Hast du richtig entschieden? Ich hab mich richtig entschieden. Ja. Damit seid ihr die Sieger des diesjährigen Zimmerduells. Sehr gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim diesjährigen Zimmerduell und wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wir haben Afa und Toni überholt mit der Punktzahl. Ich hoffe, ihr unterstützt uns weiter dieses Jahr, dass wir das Ziel gemeinsam erreichen und wir sehen uns demnächst wieder auf dem Tivoli. Bis bald.